Ja, habe ich noch nicht. Ist doof. Aha. Was hat das Viech für Sachen Das noch Level soll dich dran? helfen. Okay, das Teil und das Teil hinten am Hintern. Gut. Wo sind der? Ach, die stehen beide da drüben. Das ist gut. Das ist einer. Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Teile zu erbeuten. Komm. Komm, 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 komm her. Waren das dann alle eigentlich? Oder liegt hier noch irgendwo einer? Da drüben ist noch was. Das ist nur eine Kiste. Okay. Komm, putzi putz. Wenn ich herausfinde, wo diese Maschinen herkommen, kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken. Eigentlich schon peinlich, dass man so nah an die Viecher rankommt. Das sollte reichen. Wird Zeit, die Teile zu Larin zu bringen. Ach, da hier war noch der. Ja, okay. Kann ich nicht. Wieso kann ich die nicht plündern? Oder war das der hier halt auch nicht? Ja, okay, gut. Dann eben nicht. Dann würde ich sagen, auf nach Kettenkratz und das mit den Dornrücken abgeben. Wenn wir eh schon mal hier sind. Nein, das ist die nicht. Kann nicht sein. War die. War der innen drin oder war der draußen? Ich glaube, der war innen drin, ne? Ja, da sitzt er noch. Super Sache. Also, quatsch mal gleich mal mit dem. Im Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Irwins Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrückenmisere, Orwand. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvand her. Und Petra auch. Oh, jetzt gibt's mächtig eine auf den Sack. Ich dachte, da kommt noch ein Dialog oder sowas. Da kommt Alvand! Herzitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt.
Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Krater... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvand. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Charter-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Oh. Wir wollen und brauchen dich nicht! Oh Mann! Weg von mir! Dreck steht dir gut, Alvand. Oh, mit denen will man noch Spaß haben. Die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Flammenhaar. Oh, okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Coole Sache, das. So, wir haben Fertigkeitspunkte übrig. Der würde dann noch fehlen, oder? Ne, Moment. Ja, komm, wir haben genug davon. So, was haben wir hier unten noch Schönes? Stelle mit demselben Roman mehr Munition. Das ist super. Jawohl. So, einen haben wir noch. Perfekt. Also Jägerin mache ich bis runter. Das ist mir einfach... gefällt mir einfach irgendwie. Okay, Nahkampf. Nee, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock zu. Das Unbekannt würde ich gerne mal noch raus. Das ist ein Grafikfehler. Cool. Ja,
Eine Werkbank, ein Vorrat. Ihn ist fertig. Da komme ich noch nicht rein. Also ich kann das noch hier noch nicht fertig machen. Das ist unbekannt. Boah, ist eine gute Frage, was das sein könnte. Aber so nah am Weg. Ich glaube, wenn wir uns mal... Halt. Wenn ich mir eine Maschine hole und dahin reite, ist das besser. Du hast deine Waffentechnik freigeschaltet. Waffentechniken sind einzigartige, mächtige Angriffe, die außergewöhnliche neue Kampfstrategien ermöglichen. Freigeschaltete Techniken sind für alle Waffen ihrer Klasse verfügbar. Tippe oder halte R1 beim Zielen, um deine ausgewählte Technik einzusetzen. Der Einsatz einer Waffentechnik verbraucht Waffenausdauer, die sich mit der Zeit regeneriert. Du kannst zwischen verfügbaren Waffentechniken wechseln, indem du das Waffenrad L1 öffnest und nach links oder rechts antippst. Nee. Ah. Okay, ich hab noch nichts anderes. Okay, ich kann das aber auch nicht ausschalten, ne? Gut, ist ja egal. Das Mutzeug, das kriegen wir schon noch irgendwie wieder zusammen. Das muss jetzt auch ausgehen, genau. Jetzt die Frage, wo? Ach, das müsste da oben das Ding sein, das Jägerteil. Ich glaube, ich muss hier rechts rauf. Ich habe keine Ahnung, wo der Eingang ist. Ich glaube, ich steige mal lieber ab. Gleichmäßig atmen, überlegen, was als nächstes kommt. War ich hier drin nicht schon mal?
Oh, schneller, 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 schneller. Hui, der war knapp. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Auch dringend diese Atemmaske. Okay, wo bin ich jetzt rausgekommen? Okay. Das ist eine unbekannte Siedlung. Hä, aber da bin ich auch nicht von da gekommen irgendwann mal. Hier ist, glaube ich, erstmal irrelevant. Umgucken. Das ist das, was jetzt wichtig ist. Und Vollgas, mein Junge. Ja, das verstehst du unter Vollgas? Jetzt halt aber. Der lässt sich schwer lenken. Wieder ein Vorrat und eine Werkbank. Total toll. Ein Lagerfeuer? Natürlich gar nicht. Vielleicht gibt es hier auch neue Waffen. Nein. Ja, dafür bräuchtest du aber bessere Waffen. Oder überhaupt mal Waffen. Oh, Waffen-Upgrades, das ist super. Das ist der Bogen, der ist schon auf Maximum. Das Ding ist auch auf Max. Was haben wir hier noch? Das geht nicht. Voll. Ah, das Teil. Sehr schön. Ach, da drüben hätten wir es auch gesehen. Ja, ja. Nora-Streiter. Ich habe eine andere Rüstung. Würde mich aber tatsächlich mal interessieren, ob tatsächlich besser ist. Outfits. Nein, okay. Also sie hat... Sie hat mehr Angriff, also Nahkampf. Tarnfernkampf plus und Konzentration plus. Aber mir fehlt halt das. Der Widerstand gegen Säure und Blitz. Und das habe ich tatsächlich ja noch gar nicht. Okay. Cool, das wäre dann schon mal fertig, alles hier oben zumindest. Gibt es keine Fragezeichen mehr, das ist gut. Jetzt. Wäre es mal interessant zu wissen, hier fehlendes Werkzeug benötigt, das geht immer noch nicht. Da oben auch nicht.
Das ist erledigt an der Stelle. Da ist tatsächlich noch ein Fragezeichen. Das hole ich jetzt mal ein bisschen auf. Das ist beim letzten Mal ein bisschen zu kurz gekommen. Ist ja fürs Erste erstmal gar nicht schlimm. Mal so muss ich dann im späteren Verlauf nicht mehr zurücklatschen und die ganzen Sachen nochmal angucken und mich quer durch die Gegend porten. Dann mache ich das lieber gleich. Da sind wir. Herzlich willkommen beim Ladebalken-Simulator. Wie gesagt, das Ganze läuft auf einer PlayStation 4. Aber hoffentlich ist bald eine PlayStation 5 zur Verfügung. Das wäre natürlich richtig edel. Wenn Sony sich da jetzt mal ein bisschen reinhängt. Ist das jetzt hier? Ist das tatsächlich? Warte mal. Ich glaube, ich muss mal absteigen, das wird sonst nichts mit dem Viech. Ah, okay. Blockierter Weg, das geht da also auch nicht lang. Oh Mann, ey. So, die Todbrüche ist abgeschlossen, das ist schon mal gut. Ich gratsch zu dem und dann würde ich mal sagen, mach mal das Rebellenlager östliche Lage im Erdboden gleich. Juhu, ab ins Wasser. Oder auch nicht. Ups. So, weh du. Ich habe alle Teile für dich. Quatscht mich jetzt nochmal voll mit irgendwelchen Scheißeträgen. Dein Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Hier ist dein Lohn. Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja. Alter. Die Späher haben ein Reishorn entdeckt. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Wehe, ich krieg diese Scheißrüstung nachher nicht. Ich konnte doch vorhin schon nicht mit dem mal richtig handeln, weil der hat auch nichts. Ein Kauf will immer gut überlegt sein. Ja, du hast ja aber auch nichts, Kollege. Ja, Kumpel, das will ich auch für dich hoffen, weil sonst hacke ich dir nämlich irgendwann mal die Füße ab. Er legt das Reishorn, das am markierten Flussufer gesichtet wurde, und weidet es aus. Aufgrund ihrer Schnelligkeit konnten Speer diese Maschine bisher nicht erwischen. Die Plünderer empfehlen, sich hinsichtlich dieser Tatsache etwas einfallen zu lassen. Die Jägerin versteht das... Ja, bla bla. Jetzt hätte ich gern gewusst, wo dieses blöde Reishorn ist. Am Arsch der Welt. Tor des Todes. Nein, ist es nicht. Weil... Reishorn. Ah, das ist sogar ganz entspannt da unten. Ups. Ich sollte mir Larens Vertrag mal anschauen. Das Kleingedruckte lesen. Maschinenspuren. Könnte das Reishorn sein, das ich suche.
Ja, okay. Würde mich gern verstecken irgendwo. Ja, komm, geht halt einfach weg. Hey, entspann dich mal da oben. Was ist denn mit dir? Gespannt. Dornrückenspuren. Nicht das, was ich brauche. Kein Glück. Das sind Stürmerspuren. Aber das muss es jetzt sein. Habt ihr Reißhornspuren entdeckt? Sie sehen frisch aus. Mit meinem Fokus kann ich ihnen folgen. Hab ich dich. Mal sehen, wo du hinführst. Hauptsache weg von der Herde, würde ich behaupten, weil die waren nämlich schon ziemlich aggro. Ein Reißhorn, das Feuer speit. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ich muss es erledigen. Weg ist es. Versuchen wir es nochmal. Kannst du nicht einfach stillhalten, ne? Ich krieg dich schon noch. Oh, das sind gleich mehrere. Auch das Reißhorn, komm. Dieser Maschine verschwendet. Ach, Kacke. So, Infos. Löschwasserkanister. Vorratsbehälter. Warte mal, wo sind wir hier? Warte, aus einer Lücke. Metallhörner, alles klar. Dann Lohebehälter, Löschwasserbehälter und was? Das geht mit Feuer, das geht mit Eis vermutlich. Das abnehmbar. Okay.